Willkommen am Strand von Brasilien. Mein Name ist Dirk Osper, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Schönberg. Und wir sind hier auf dem Deich an der Ostsee im Strandabschnitt Brasilien. Und ich bin hier in der Region aufgewachsen und es war eigentlich immer klar, dass Brasilien direkt neben Kalifornien liegt. Insofern, glaube ich, war es mir bekannt, bevor ich die Länder bzw. auch Kalifornien in den Vereinigten Staaten überhaupt kennengelernt habe. Wir befinden uns tatsächlich am Strand von Brasilien, unter brasilianischen Bedingungen. Und sind 20 Kilometer nordöstlich von Kiel und sind an einem der schönsten Strände in Kiel Umgebung. Es gab mal tatsächlich eine Umfrage in Kiel in einem Kieler Magazin, wo 60% der Kieler gesagt haben, dass sie die Schönberger Strände somit am schönsten empfinden. In Kalifornien, Brasilien, den Schönberger Strand. Das sind wirklich Traumstrände hier. Wir haben Traumwasser und heute haben wir auch noch das Glück, blauen Himmel, dass es tatsächlich brasilianische Verhältnisse sind. Man munkelt, dass mal ein Fischer in Kalifornien am Strand gewesen ist, dort am Strand eine Planke, eine Schiffsplanke gefunden hat, wo Kalifornien drauf stand. Diese hat er sich vor seine Tür genagelt oder eben an sein Holzhaus genagelt, sodass dieser Ort Kalifornien genannt wurde. Und die Nachbarn haben sich hier natürlich gedacht, was passt zu Kalifornien? Da ist Brasilien ja mit Sicherheit auch sehr schön und haben den Ort dann Brasilien genannt. Und dementsprechend sind die Ortsnamen Brasilien und Kalifornien zustande gekommen. Meistens ist es so, dass wenn Fremde das erste Mal damit in Kontakt kommen, dass es hier ein Brasilien gibt, dass sie ein wenig verwundert gucken und es gar nicht wahrgenommen haben. Was aber auch daran liegt, jedes Mal, wenn wir versucht haben, Ortsschilder mit dem Namen Brasilien aufzustellen, dass sie nicht lange hingen. Weil der ein oder andere sie dann vielleicht lieber in seinen Partykeller hängen wollte. Sodass also diese entsprechenden Ortsschilder, wie wir sie hier im Hintergrund auch sehen, eigentlich nur dann da sind, wenn Leute in der Gegend sind oder eben auf Messeständen oder Ähnlichem. Da ansonsten die Menge, die wir benötigen, etwas zu groß wird. Der Brasilianer gilt an sich als offen. Dadurch, dass viele aus der gesamten Bundesrepublik hier Urlaub machen, lässt jeder seinen Spirit eigentlich auch hier. Und uns ist wichtig, dass die Leute wirklich vorbeikommen oder über den Deich kommen hier, lächeln und das ist für uns eine ganz großartige Bestätigung auch. Die Brasilianer an sich sind alle euphorisch, freuen sich auf die WM. Also sicherlich ist der ein oder andere dabei, der sagt, er muss es jetzt nicht unbedingt haben. Aber wir von uns aus, auch die Schönberger, die vom Schönberger Strand, die Kalifornier und Brasilianer, wir sind alle begeistert und freuen uns wirklich ganz, ganz groß. Es sind mit Sicherheit auch Brasilianer schon hier gewesen, aber ich habe sie nicht unbedingt persönlich getroffen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht der ein oder andere Brasilianer zur Fußball-WM hier sein wird, der vielleicht auch aus dem Fußball bekannt ist. Thank you.